Pietro Lombardi, DSDS-Gewinner von 2011, verdient sein Geld mittlerweile nicht mehr nur mit Musik. Der 30-Jährige bessert sein Einkommen unter anderem mit TV-Auftritten, Investitionen und mit seinem eigenen Franchise-Supermarkt auf. In richtig guten Monaten mit Werbedeals und als Influencer verdient er nach eigenen Angaben bis zu 1 Million Euro. Das verriet Lombardi in einem Interview mit Bodybuilder Kevin Volta. Jetzt witzelt Pietro im gemeinsamen Podcast On-Off mit Freundin Laura. Ich sage mal so, ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient. Spaß. Pietros Freundin arbeitet hauptsächlich als Influencerin. Laura hat auf Instagram fast 700.000 Follower. Da kann durch Kooperationen und ähnliches ebenfalls eine Menge Geld zusammenkommen. Eins steht fest, finanzielle Sorgen braucht sich das Paar definitiv nicht machen.